Scheiße, die Show stinkt. Langweilig. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42, spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like, lasst ein Abo und aktiviert. Warte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das sage ich immer. Ja. Bin ich über meine eigene Zunge gestolpert. So, Butch, lass uns jetzt mal hier gucken, was hier passiert ist. Lass uns mal gucken, lass uns gucken. Da ist es. Da ist es. Lass reingehen. Ja, Mann, ich war noch nie im Gewächshaus. Oh, muss ich erstmal meine Mütze ausziehen. Stimmt, ich habe ja noch eine Glatze. So warm ist. Du hast, ja. Oder was denn die anderen Sachen auch erstmal noch ausziehen. Ist einfach zu warm. Nee. Ja, cool. Gewächshaus haben wir. Cool, was machen wir jetzt damit? Da das hier wahrscheinlich ein Shorts wird, im Gewächshaus kann man jetzt das ganze Jahr über Früchte anpflanzen, egal von welcher Season. Okay. Und was auch noch ein richtiger... Ja, es ist jetzt kein Lifehack mehr, weil es weiß eigentlich schon fast jeder. Oh, Moment, jetzt muss ich mich mal hier wieder anziehen, weil es ist draußen sehr kalt. und zwar, jetzt wollen wir vor dem Fruit Trees sagen, die Obstbäume können wir jetzt hier mal... Ja. Haben wir überhaupt Obstbäume? Wir haben ja gar keine Obstbaumsetzlinge. Nein, wir haben doch gar keine Obstbäume. Gut, besorg doch mal Obstbaumsetzlinge. Ja. Woher? Und zwar von Pierre. Und zwar brauchen wir, warte mal, jetzt muss ich überlegen, was gab's denn nochmal für Obst alles? So. Apfel, wir brauchen auf jeden Fall Apfel, Granatapfel. 8, 9, 10, 11, 12. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, lies mir mal gleich vor, was es gibt. Dann kann ich dir sagen, wie viel wir brauchen. Ah, okay. Ich warte derweile einfach hier jetzt so entspannt. Wir brauchen auf jeden Fall Apfel und Granatapfel. Ja, na, wenn dann. Das habe ich gleich alle. Irgendwie in der letzten Folge also gesehen. Ich glaube, die sind zwar vergleichsweise teuer, aber ist halt eine Investition, die man so machen muss. Was kostet die Welt? Okay, Apfel. So, okay, ja. Wie viele verschiedene Sorten gibt's denn? 1, 2, 3, 4. Oh, nee, warte, ich gehe andersrum. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Okay, 6. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 6. Dann sind 2 übrig. Ja, dann von jedem 2 wäre gut. Geht das? Kommen wir da finanziell? Haut das hin? Ist das drin? Ja, natürlich ist das drin. Okay, na dann von jedem 2, bitte. Und dann... wir auch langsam. Ah, warte mal, dann können wir sogar. Pass auf, ich gehe schon mal in Richtung Robin. Heute ist ja Montag, da müsste die ja eigentlich noch da sein. Ja. Denn, auch noch eine wichtige Info, seit 1.5, glaube ich, kann man das Gewächshaus auch umstellen, wenn sobald es fertig ist. Früher konnte man das tatsächlich nicht umstellen. Okay. Und das war halt schon ein bisschen nervig. Und mittlerweile kann man das von Robin auch umstellen lassen. Das wäre cool, weil es steht da echt ein bisschen ungünstig. Genau, und deswegen, ich würde das auch ein bisschen zentraler eher hinstellen wollen. Oh, ich habe eine Cutscene. Mit Robin anscheinend. Mit wem? Voila, meine neueste Kreation. Es ist ein Deluxe-Vier-Pfosten-Bett, das aus dem besten einheimischen Hartholz gefällt. Ach, durch das Hartholz, was wir gesammelt haben. Ja. Robin, wozu sind die vier Posten sind es jetzt auf einmal. Gut. Es scheint ein ineffizienter Materialeinsatz zu sein. Demetrius, Alter. Man nennt es Schönheit, Kumpel, weißt du? Die Sache, die den meisten Menschen gefällt. ich verstehe, was du meinst, aber wir können nicht zulassen, dass dies den Nutzen und die Effizienz des Schlafgefäßes aufwiegt. Ach du Schande. Weißt du, manchmal fühlt es sich so an, als wärst du absichtlich stumpfsinnig, nur um mich zu irritieren. Ist es das, was du tust? Und da komme ich rein. Hey Bob, komm rein. Ich bin schon drin.
Zieh dir das rein. Das ist das Bett, das ich dank all dem Holz, das du gesammelt hast, machen konnte. Hä? Dank all des Holzes, oder? Na, egal. Ja. Also, was meinst du? Die Ästhetik ist perfekt, die Pierfosten scheinen ineffizient. Ja, jetzt ist die Frage, freue ich mich eher mit Dimitris oder eher mit Robin an? Hä, mit Robin natürlich. Ja, obwohl ich persönlich ja eigentlich auch eher sagen würde, die Posten oder die Posten scheinen ineffizient. Ja, denn okay, du machst, dann machst du Dimitrius. Ja, genau, du gehst auf Ästhetik nach. Robin. Okay, Dimitrius mag dann das. Dann mach ich das zwei jetzt. Dumme, ein Gedanke. Was auch immer. Weiter geht's. Jetzt, da ich einen Prototyp habe, kann ich damit beginnen, sie im Laden zu verkaufen. Hey, die könnten bei dir zu Hause gut aussehen, Bob. Was sagst du? Können wir dich für ein halbes Dutzend eintragen? Was? Ein halbes Dutzend, Alter. Ein halbes Dutzend Doppelbetten, Alter, oder was? Oh, was ist denn hier? Abigail ist ja auch hier. Mann, ich habe wieder nichts für Abigail dabei. Mann. Warum nicht? Na, weil irgendwie hier kein Krokus war. Ich muss schnell einen Krokus finden. Ich habe gerade einen verkauft. Sie mag Krokusse. Ah nee, ich muss aber auch bei Robin das hier umstellen, weil sonst macht die ihren Laden ja wieder zu. Mann. Dann kriegt sie jetzt einfach eine Schneesüßkartoffel. Hat sie Pech. Du hast mir ein Geschenk gebracht. Danke. Na, immerhin. Ja. So. Bitte. Ist das ein Krokus? Hofgebäude errichten, ein Gebäude bewegen. Ja. So, Butch, bist du auf dem Hof? Krokus. Bist du auf dem Hof? Oh, ich bin gerade auf dem Hof. Obwohl, nee, du brauchst nicht auf dem Hof sein. Ich stelle das Gewächshaus hier hin und dann passt das. Denke ich doch, oder? Ja, sehr schön. Dann könnte ich dir auch, warte mal, dann stelle ich dir mal dein Pferd auch einfach an dein Haus noch so richtig ran, ne? Dann hast du es da ja so weit. Soll ich dir einen Krokus geben? Wozu? Ich habe Abigail heute schon was gegeben. Ich stelle mal die Hütte. Ich habe jetzt auch die Katze. Ich stelle mal die Hütte im Süden hier, stelle ich mal auch noch ein bisschen um. Ja. Scheiße, jetzt habe ich übersprungen. Oh, jetzt habe ich diese scheiß Cutscene übersprungen. Oh. Warum tust du sowas? Ja, komm, die steht ja. Ach, was weiß ich. Okay. Irgendwas noch kaufen? Nee, wir können eh nichts kaufen. Oh, das stimmt, der Luxushühnerstall. Ach. Oh, Mist, und gleich haut Robin ab. Warte mal, Butch, kannst du. Die ist doch noch hier, ich hab sie gerade noch. Ich rede doch noch mit ihr. Okay, kannst du. Ah nee, du bist gerade in der Cutscene drin? Nee. Ich bin gerade im Laden. Kannst du einmal schnell zum Hof zurück und 500 Holz und 200 Stein holen? Möglichst. Was für Holz, was für Stein? Normales Holz, normalen Stein. 500, 200. Okay. Weil solange ich jetzt in dem Ladenmenü drin bin. Kann die also nicht kann, weg? Naja, sie kann schon weg, aber das bleibt halt trotzdem. Also ich kann trotzdem noch was bauen, aber mir fehlen halt die Ressourcen gerade. Aber wenn du wiederkommst und mir die hinschmeißt, dann müsste es eigentlich gehen, dass ich den Luxushühnerstein in Auftrag gebe. Oh Gott. Fuck, und der Nachtmarkt ist jetzt auch noch offen. Oh Mann, müssen wir uns voll beeilen. Holzstein. Das alles nur, weil die morgen wieder hier zum Yoga geht. Das dämliche Yoga-Dings. Aber jetzt. Wir schaffen das. Butch, jetzt in der ganzen Hektik würde ich gerne noch ein Thema anschneiden. Auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Oh ja, wird mal wieder Zeit. Und zwar, sagt dir der naturalistische Fehlschluss etwas? Nein. Warum nicht? du soll ich das einfach hinwerfen? Ja, jetzt, ja, wirf mir das mal bitte hin. Wahrscheinlich musst du deinen Magnetring dafür abnehmen, oder? Na, nee, okay, hat geklappt, ja. Jetzt noch das Holz. Oh, und warte, Holz ist hier. Ja, sehr gut. Geil, jetzt kann ich den Hühnerstall upgraden. Du bist verschwunden. Das ist lustig. Ah, Luxushühnerstall. So, auf zum Nachtmarkt. Ja, ich komme. Weil wir wollen ja die Perle abgreifen. Okay, der naturalistische Fehlschluss, stimmt. Butch, den hast du garantiert, der ist dir garantiert schon begegnet oder du hast mindestens schon Leute das sagen hören, natürlich aber den Fachausdruck dafür nicht. Und zwar besagt der, nur weil in der Natur etwas so ist oder so passiert, muss es noch lange nicht richtig sein. Ja, und Gehe ich mit. Und also ich kannte den Fachausdruck dafür vorher auch nicht, bis ich ein Terra X
Video gesehen hatte mit dem guten Harald. Ja. Und da ging es in der Folge oder in dem Video ging es halt hauptsächlich um den Gender Pay Gap. Und da, weil halt, hat er gesagt, weil viele halt immer so argumentieren, ja, in der Natur ist es ja aber auch so, dass die Frauen oder das Weibliche ist meistens das schwächere Lebewesen, bla 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 bla. Und da hat er halt auch gesagt, das ist halt der naturalistische Fehlschluss. Nur weil es in der Natur so halt ist oder so passiert oder sich so entwickelt hat, muss es nicht richtig sein. Oder ist es meistens auch gar nicht richtig. Weil dann würden wir uns ja auch gegenseitig irgendwie ständig die Köpfe einschlagen und auffressen und was weiß ich nicht. Was wir teilweise auch machen. Deswegen aber, leben wir ja in der Zivilisation. Das nennt man Zivilisation. Ja. Die Abkehr von Triebkontrolle quasi. Nee, gibt's doch den Naturzustand. War das Naturzustand? Weiß ist nicht. Ist das so? Ich bin gerade echt am. Ja, ich doch. Ich glaube, das hieß Naturzustand. Wie war nochmal die Reihenfolge? Warte, kann ich dir gleich sagen, weil ich es auch gerade nachgucken muss. Oh, richtig cheaten hier gerade. Obwohl, du kannst es in einer geheimen Notiz eigentlich nachlesen. Fällt mir gerade ein. Stimmt. Ist halt nur die Frage, welche das ist. Es muss ja eine kurze sein, ne? Hier, Meerjungfrauenshow. 15423. 15423. Hallo? Singt die erstmal noch. 1. Ach ja. Kann ich das irgendwie überspringen? 4, 2, 3. Bei mir klappt das. Ach, Moment, andersrum? 1, 5, 4, 2, 3. Hä, warum klappt das bei mir nicht? Na, wir haben doch letztes Jahr schon eine bekommen. Ja, aber du kannst mindestens einmal im Jahr eine kriegen. Left to right. Wie muss man die anklicken? Ja, ich kann die auch anklicken. Die geben auch einen Ton, die geben auch einen Ton von sich. 1, 5, 4, 2, 3. Ich hab sie nicht bekommen. Scheiße, die Show stinkt. Oh, und jetzt konnte ich nicht mehr im U-Boot fischen langweilig gehen. Langweilig. Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch machen. So, hier ist der Kugelfisch. Irgendwer brauchte doch einen Kugelfisch, oder? Oder musstest du den richtig fangen? Quantische Forschung. Nee, man muss ihm nur den Kugelfisch bringen. Und los. Dann ist die Quest wer auch endlich mal erledigt. Wer denn? Für Demetrius. Ah. Reicht, wenn einer das macht, oder müssen wir beide das machen? Ich glaube, wir haben beide die Quest. So, ja. Der hier hat eigentlich auch immer ganz cooles Zeug. Saatgut hat er. Aber du hast den schon gekauft. Ich kann den nicht nochmal kaufen. Echt? Oh. Das ist ja Quatsch. Das ist natürlich. Das ist ja voll Quatsch. Ärgerlich. Wirklich? So, okay. Jo, ich bin ein Schmied. 250G? Nee. Zahle ich nicht. Oh, ich muss ja noch nach Hause. Ja. Oh. Mach mal jetzt nicht zu lang. Ja. Jedenfalls der naturalistische Fehlschluss, ne? Also, man kann halt einfach nicht alles mit der Natur begründen. Wie das ja, das finde ich auch machen. Total Quatsch. Vor allem, wenn sie immer sagen, so, ja, die Tiere, gerade wenn es um so homophobe Arschlöcher geht, die halt irgendwie sagen, ja, gibt's in der Natur auch nicht. Und ja, natürlich sagt, gibt's das ja, auch doch, in der Natur. Gibt's. Weil es ist halt, also so blöd es halt auch klingt, aber teilweise ist es ja auch eine Hormonstörung. Oder, naja, was heißt eine Hormonstörung? Eine andere Hormonverteilung. Und das gibt's in der Tierwelt natürlich genauso. Warte, jetzt halt. Was? Warte kurz, nicht reden. Nicht reden. Nicht reden. Nicht reden, Mann. Ich soll nicht reden. Ah, das scheiß Bluetooth-Connection-Kack-Dings blö. Irgendwas ist ja immer. So, warte.
So, jetzt? Also, ich höre dich. Das ist die Frage, ob du mich auch hörst. Also, ich sage auch die ganze Zeit Sachen, ne? Nur, dass du es weißt. Ja, ich weiß. Achso. Warte mal kurz, ich muss kurz raus. Bis gleich. Okay. Du bist wieder da. Ach ja, und du bist auch wieder auf meinem Ohr, das ist gut. So. Jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. Und nicht. Und da wird hier nichts dran gerüttelt. Das war erst der erste Teil der Folge, ne? Sie. Ja, gut. Weiter geht's. Weiter geht's hier. So, hier. Oh. Post-Production Bob hat den Cut gesetzt. Hat er gut gemacht. Alles klar. So, was steht denn hier jetzt noch auf dem Plan? Ich muss ja immer noch einen Längdorsch. Und die Früchte. Bäume müssen wir vernünftig setzen. Ja. Hier, ich hab's ja dabei. Sag mir, was ich machen muss. Sehr gut. Pass auf. Erstmal sammle ich hier den Ahornsirup noch ein. So. Und zwar, jetzt krasse Sache. Man denkt, die Obstbäume hier in der Mitte, ne, kann man die hinpflanzen. Aber mach das mal nicht, sondern pflanz mal bitte einen Baum hierhin, wo diese Fackel steht. Und danach pflanzt du einen Baum, also muss die Fackel natürlich auch entfernen dann. Und danach pflanzt du da einen Baum hin. Und dann da einen. Und das geht? Das geht. Mach das jetzt. Ich habe nämlich sonst nicht. Warte, ich muss erst mal die Fackel hier wegmachen. Warte. Ich hole dabei noch ein paar Fackeln. Dumm, die dumm. Ja, das ist nämlich die Sache, das habe ich am Anfang, als ich mit Stardew Valley angefangen habe und das dann mal irgendwann fertig hatte. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst, dass man die Obstbäume quasi einfach überall hinsetzen konnte. Ja. Das ist lustig. Ja, es macht halt das Gewächshaus vor allem auch viel effizienter. Weil die Obstbäume, muss man wissen, die brauchen jetzt zwar eine Weile, bis sie wachsen, aber die schmeißen dann richtig ordentlich Früchte ab, immer wieder. Ich glaube, den da oben hast du falsch gesetzt. Hey, da war Ach, da ist ja gar keiner. Ich dachte, du hast hier oben einen falsch gesetzt. Also nein, das war ich nicht. Da muss dann noch einer hin. Die Ecke. Unter dem Kübel. Da. Da. Dort. Hier. Also man kann die natürlich auch anders anordnen, wenn man es jetzt eher schön als anstatt effizient oder so haben will. Aber wir sind ja auf maximalen Profit ausgerichtet. Da bist du ja nicht so für. Profit! Und jetzt muss noch... Genau, so. Da müssten nachher auch dann noch welche, also Plätze erstmal noch übrig bleiben. Weil ein paar Obstbaumsprösslinge kriegt man erst später im Spiel. Ah, okay, verstehe. Möchte ich aber jetzt natürlich nicht spoilern. So, ne? Dann werde ich mal auch schon mal die Sprinkler holen. Die müssten ja hier drin sein. Ach stimmt, so viel krass haben wir ja noch gar nicht, ne? Können wir eigentlich schon dieses krasse Luxus-Geschwindwachs-Zeug? Ja, Luxus-Geschwindwachs, Eichenharz und Koralle. Müssen wir eigentlich, ja. Ja, das machen wir. Eichenharz und Koralle. Korallen haben wir 49, das ist schon mal gut. So. Eichenharz haben wir 41, ja, das ist auch gut. Luxus-Geschwindwachs. Ja, Wachstumsrate plus 25%. Oh, das ist nicht schlecht. Das jetzt produziere ich mal gleich mal irgendwie so 50 Stück. Oder? Ja. Du machst das schon. Aber jetzt fängt an, jetzt kann die uralte Frucht langsam dann anfangen. Ja. Und die uralte Frucht
bringt dann halt auch einfach richtig Money. Und dass die halt einfach schneller wächst, ne? Also die ersten Früchte schneller, weil am Anfang ist es natürlich, ne, die Frucht muss dann wieder in den Saatgutautomaten und dann müssen wir erstmal das Gewächshaus natürlich damit füllen. Mhm. Aber das wird schon. Was habe ich denn jetzt hier vergessen? Okay, so und so. Und so. Und ich muss immer noch einen Lengdorsch fangen. Na, der mach mal. Übrigens, ich glaube auch, weil du vorhin Hormonstörung gesagt hast, kann man das als Hormonstörung bezeichnen? Ist das nicht ein bisschen... Naja, also soweit ich das... Es weicht halt einfach ab. So, es ist halt einfach eine Variable. Variabilität. Genau, also die Hormone sind quasi ein bisschen anders, werden anders verteilt oder so. Und das ist meistens passiert das genau. Dann im Mutterleib ja, glaube ich, schon, wenn ich das richtig gelesen, verstanden habe. Weil da entscheidet sich ja auch quasi... Oder es gibt ja einen Moment des Embryos, wo sich entscheidet, ob es halt Junge oder Mädchen wird. Ja, und am Anfang sind ja. Wir alle erstmal Mädchen. Das ist nun mal so. Von der Natur ist das so. genau. Quasi Leute, die halt homosexuell werden, bei denen ist das eigentlich, also soweit ich das weiß, wissenschaftlicher Stand, dass die quasi nicht genug Testosteron in der Zeit dann quasi hat der Mutterleib dann nicht produziert oder irgendwie so. Und dadurch sind die sozusagen eher weiblich. Also es klingt irgendwie so komisch, wenn man das sagt, so, ne? Aber es ist halt, dadurch haben die halt eher die weiblichen anstatt die männlichen Hormone so mehr bekommen. Und dadurch sind die Leute halt so, wie sie sind und dann fertig. Also deswegen ist das ja halt auch dumm, dass die Leute, also dass das früher als Krankheit gewertet wurde, die irgendwie geheilt werden kann oder so, weil das halt natürlich totaler Bullshit ist. Natürlich ist das totaler Bullshit. Ich weiß gar nicht, ob das so... Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil ich weiß, dass der Testosteron-Level, das ging ja gerade bei Olympia jetzt auch darum, inwieweit ist ein Mann und eine Frau und gerade bei Trans-People, wie machen die das? Wie sollen die eingeordnet werden? Und was das denn da auch irgendwie mit Testosteron teilweise argumentiert wurde, was im Endeffekt völliger Quatsch ist. Na gut, ich meine ja... Weil einige Frauen einen höheren Testosteronspiegel haben als Männer, also jetzt biologisch, ne, und auch ja. Andersrum. Und dann wiederum gibt es Menschen, die halt wirklich keinem, also auch rein biologisch, nicht nur vom, also auch vom englischen Sex jetzt, weder Mann noch Frau zuzuordnen sind. Ne. Oh, und die eben auch wie viele gibt's denn davon? Gab's ein paar bei Olympia tatsächlich? Oh, weiß ich nicht. Ich habe Olympia nicht jetzt einfach nur, sondern gar nicht verfolgt. Aber das ist ganz schön krass, weil die wollen eingeordnet werden und dann gibt's aber immer Leute, die sagen, nee, das wäre total unfair. Hast du mein wenn die Pferd genommen, Junge? Das kann gut sein. Ich hab dir dein Pferd schon extra an dein Haus gestellt, ey. Ja, voll nett von dir. Habe ich nicht gesehen. Ne? Schön. Ja, was ich ja aber eben meinte, voll schwer ist, die Leute dann da zuzuordnen. Der Nachtmarkt ist schon wieder offen, verdammt. Was ich ja eigentlich meinte, ist diese Hormonverteilung im Mutterleib, wie gesagt, wo sich entscheidet, ja, genau. ob du eben junge Mädchen oder eben anders trans, wie auch immer, eben dann wirst. Wie später die Hormone irgendwie da verteilt sind. Also ich glaube, vieles entscheidet sich ja sowieso dann auch so in der Pubertät ein bisschen. Ne? Also gerade die sexuelle Orientierung, würde ich behaupten. Weil da ja das Gehirn nochmal richtig um sich schlägt mit Hormonen. Ich glaube ja teilweise, dass Menschen allgemein so eigentlich von allem angezogen werden können, wenn die richtige Basis da ist. Ja. Zum Beispiel auch so. Von Butchbop 42. Ich gehe übrigens auf Taufstation. Hast du Bock mitzukommen? Ich komme mit. Dann los.
los geht's. Ich hoffe, du hast deine Angel dabei. Natürlich habe ich das. Das kostet 1000 G, ey, was? Ja, teilen wir uns doch. Kann ich jetzt eigentlich mit angeln oder nicht? Ja, aber gehen wir auf die andere Seite. Achso. Können wir uns ganz tief in die Augen schauen. So von ein bisschen weit weg. So, los geht's. Ich mag die Musik hier unten übrigens. Ich höre gerade gar nichts. Ah doch, jetzt ein bisschen. So, schön entspannt. Genau, das erste, was ich beim Tiefseeangeln kriege, ist... Ja, ich habe Seetang. Seetang. Und ich finde es lustig hier in dem U-Boot, was am Fenster so manchmal so vorbeischwimmt. Ah, muss ich auch noch gucken. Ich war noch nie hier unten. Nicht? Noch nie. Hier kann man, weißt du, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist? Vor allem in der letzten Woche, nee, in den letzten zwei Wochen ist mir das wieder aufgefallen. Ich nuschel wieder total viel. Habe ich darüber schon gesprochen? Du nuschelst? Im Stream, weiß ich. Ja, ich nuschel wieder. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich, meine Aussprache wird schlechter. Ich bin ja sowieso immer sehr unzufrieden mit meiner Aussprache, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe einen Blobfisch. Ja, geil. Richtig gut. Ich bin immer unzufrieden mit meiner Aussprache. Weil ich immer finde, ich habe sehr viel S und Schlaute. Mein Mund, die Vokale werden nicht richtig geformt. Ich muss lernen, zugeben, wieder besser zu sprechen. Ich muss zugeben, ich mache mir da nicht so krass eine Platte drum. Ja, und das ärgert mich. Das ärgert dich, dass ich mir keine Platte drum mache. Ja, weil du es nicht brauchst. Du klingst ja gut. Du nuschelst ja auch nicht. Wenn, dann bist du vielleicht mal ein bisschen zu leise, weil du nicht weißt, dass du beim Mikrofon irgendwie ein bisschen lauter reden musst. Ich will meistens einfach nicht so laut reden. Ja, aber daran kann man ja arbeiten. Am Nuscheln, also jedenfalls in der Post-Production. Ja, das stimmt. Am Nuscheln stimmt. Kannst du nicht viel machen. Ja, okay, da hast du recht. Ja. Blobfisch! So, du hast auch einen Blobfisch. Jo. Schön für dich. Hab auch so einen Mitternachtstintenfisch oder so gefangen. Cool. Der schwimmt bei mir hier auch gerade an der Scheibe vorbei. Und wenn wir fertig sind, gehen wir einfach zu dem Typen und sagen, wir wollen wieder hoch. Auch me up, Scotty, oder was? Ja. Müssen ein bisschen mit einberechnen. Ich hab einen Gruselfisch. Ja, geil. Der Spookfisch. Gibt's ja voll das Zeug, ey. Ja, ja. Ja, wir müssen bloß ein bisschen die Zeit des Hochfahrens noch mit einberechnen dann. Ja, ja, wann gehen wir denn hoch? Halb zwölf? Ja, ich hätte fast behauptet, wir könnten auch um 12 machen, aber dann schaffen wir halt Inventar ausleeren nicht mehr. Was ich aber prinzipiell vernachlässigen würde, weil wir haben hierfür halt auch einfach 1000 G bezahlt. Ja. Oder draußen ist eine super Seegurke. Manchmal hat man das ich glaube, seltene Ereignis, dass draußen eine Meerjungfrau zu sehen ist an der Scheibe. Also ich selbst habe das, glaube ich, erst einmal oder so gesehen. Aber das gibt es auf jeden Fall. Ich noch gar nicht. Ich glaube, die winkt dann auch sogar oder irgendwie so. Ist ja lustig. Oh ja. Noch ein Blobfisch. Auch nochmal größer. Aus dem Blobfisch kannst du übrigens was Witziges nähen. Dann weiß ich ja, was ich in der nächsten Folge mache. So, das war dann jetzt der letzte Auswurf. Ha! Oh, der ist schnell. Oh, der ist schnell. Oh, der ist schnell. Super Seegurke wahrscheinlich. Weiß ich? Oh, scheiße. Oh, abgehauen, das scheiß Vieh. Mann! Können wir einfach rausgehen? Nee. Naja, nee. So, ich habe einen Blobfisch, einen mitternächtlichen Tintenfisch, eine Seegurke, eine Superseegurke und einen Spookfisch, hier einen Gruselfisch. Sollen wir die 250G ausgeben? Hier für den... Nee, das schaffen wir auch so noch. Einfach Gas geben. Bist aber sehr optimistisch. Doch, schaff mal. Guck mal hier, Haley geht doch auch erst jetzt nach Hause. Naja, aber Haley verliert doch nicht all ihr Zeug. Ja, sobald wir auf dem Hof sind, verlieren wir schon mal keine Items. Zeug?
Nee, Moment, du verlierst etwas. Sowieso nur Items, wenn du in den Minen ohnmächtig wirst und so, also wenn du ausgenockt wirst. Aha, okay. So, wir müssen es nur noch ins Haus schaffen und dann verlieren wir auch kein Geld. Naja, schaffen wir doch. Na, schön, siehste, ey. Ab ins Bett. Hätten wir noch 20 Minuten länger machen können. Nein, danke. Oh, müssen wir das so, Spiel was pausieren. Ihr jetzt aber machen könnt, ist... Warte, ich pausiere. Hä? Na, wir haben nichts verkauft. Dadurch ist der Verkaufsscreen nicht da. Ah! Ist ja aber nicht schlimm. Ach so. Okay, Leute, danke, dass ihr zugeguckt habt. Das war Butch Bob 42 mit Stardew Valley. Mit Butch und Bob. Ich bin Bob. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, das wollte ich sagen. So, und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ja, morgen hat der Zauberer Geburtstag. Okay, cool. Glaube ich. Oder heute schon? Irgendwann um den Nachtmarkt rum hat er Geburtstag, ja. Letzter Tag des Nachtmarkts. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, es ist schon der letzte Tag. Was denn? Ich glaube, der hat heute Geburtstag. Na, kann er ja, aber wir müssen jetzt erstmal Tschüss sagen. Ach so, tschüss. Tschüss.